Lange haben Bulli-Fans darauf gewartet, nun ist er da, der neue VW-Bus. Er ist die sechste Generation eines Klassikers, der seit nunmehr 65 Jahren auf den Straßen der Welt unterwegs ist. Als Designer gehen Sie gerade an so ein Produkt nochmal mit einem ganz anderen Elan ran. Mit einem ganz anderen Respekt sicherlich, aber Freude. Wenn ich an das Fahrzeug rangehe, dann denke ich mir so, ich habe die Chance, dem Fahrzeug jetzt einen weiteren Baustein in seiner Geschichte zu geben. Diese 65 Jahre Geschichte, man kann es als Herausforderung sehen, aber als Chance, einen weiteren Baustein hinzuzufügen. Generation 6 nennt sich eine Sonderedition, die mit ihrer Zweifarbigkeit an die Ursprünge der Baureihe, den T1, erinnert. Neben komplett neuen Motoren, die mehr leisten, aber weniger verbrauchen, hat der T6 Scheinwerfer mit LED-Technik und ein adaptives Fahrwerk, das drei Modi bietet. Das Design wirkt großflächig und wie aus einem Guss. Mit Farbe, die von außen ihren Weg in den Innenraum gefunden hat, hat sich der neue Bulli für Fahrer und Beifahrer hübsch gemacht. Schaut man auf Details, könnte man sagen, dass der Bulli im Alter immer besser wird. 65 Jahre haben ihn reifen und mit neuen Anforderungen wachsen lassen. Optional wird der Fahrer zum Beispiel von einem Umfeldbeobachtungssystem mit City-Notbremsfunktion unterstützt. Der neue Bulli ist ein Handyversteher. Ganz gleich welches Modell, auf dem Zentraldisplay sind verschiedene Handy-Inhalte abrufbar. Und auch beim Navi gibt's was Neues. Eine der Funktionen ist die Online-Verkehrsflussanzeige. Sie sehen jetzt in der Navigationskarte, ähnlich wie Sie es zum Beispiel von Google Maps kennen, in einer einfachen Rot-Gelb-Grün-Darstellung eine Information, wie der Verkehrsfluss auf den verschiedenen Straßen ist. Sie sehen es hier jetzt am Beispiel von Stockholm bis in die Innenstädte hinunter. Und das wohlgemerkt in Echtzeit, sodass Sie also immer online informiert sind, wo die Staus sind. Und natürlich routet Sie das Gerät dann eben dynamisch um diese Staus drumherum. Praktisch nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub. Nach dem Multivan wird VW bald auch die Freizeitversion California vorstellen. In den vergangenen 65 Jahren sind rund 12 Millionen Bullis produziert worden. Eine Erfolgsgeschichte, die mit der neuen Generation fortgesetzt werden dürfte.